Nee, warte, hier ging's nicht raus, ne? Es ist schon. Man verläuft sich auch noch. Ach, Mann. Ja, aber ganz viele Games würde ich euch gerne mit euch, für euch spielen, machen, präsentieren. Ich liebe halt nach wie vor Indie-Horror-Games. Und es gibt so viele kleine Games, die halt irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde gehen, die eine schöne Idee haben. Manche auch, ne, nur so eine halbe Stunde. Ist halt immer, weiß ich nicht, sonst, da lebt so ein Stream nicht von, ne? Sonst hast du irgendwie 20 Games in so einem Stream. Da kommt ja dann auch keiner mehr hinterher, ne? Aber da finde ich YouTube halt perfekt. Du, ich glaube, ich habe mich jetzt. Das ist nicht so, wie es sein soll. Naja, wir graben uns nach oben. Mal gucken, wo wir rauskommen. Das ist ja auch immer noch das Einfachste, ne? Doch. Perfekt. Was war denn das? Aber es gibt hier. Es gibt hier keine Geister, oder? Mann, nochmal Stein. War das nicht so ein Magier? Oh. Oh oh. Na jetzt. Da geht's runter. Das ist Granit. Warte mal, ich hab eine andere Idee. So. Dann gehen wir halt so nach oben. Das kann zwar na, auch eine Weile dauern, aber wir haben es schon geschafft. Zack, da sind wir. Uah, oh. Da sind wir. Aber wo sind jetzt die Häuser? Ah ja, guck mal, da unten waren die Häuser. Zwei Stück. Und hier oben ist der Rest jetzt. Hi. Ist richtig? Es sind auf jeden Fall die Bewohner da. Hi. Ha. Ha. Ja, komm, schlafen wir. Gute Nacht. So. Sieht uns ja keiner. Brauchen die nicht mehr. Ich brauche das. Oh ne, jetzt bin ich voll, hä? Voll. Und voll. Tropfstein. Was will ich mit dem Tropfstein, ne? Komm, der Fahnen kann eigentlich weg. Nehmen wir lieber Kürbisse mit. Wenn ich mich recht erinnere, waren Kürbisse auch seltener wie Farn. Ich hoffe nur, die Kollegen hier verhungern nicht. Au.
Hab ich mir verdient, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich kaufe hier nur ein. Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. Hm. Komm, dann lassen wir das noch hier. Das noch hier. Könnt ihr vielleicht brauchen. Könnt ihr am Stein lutschen. Oh Mann. Eigentlich voll fies. Meinerseits. Aber gut, das ist eine schwierige Welt, ne? Eine schwierige Welt haben wir hier. Gut. Ziehen wir weiter. Was haben wir eigentlich hier noch? Ah ne, hier war ich. Willst du handeln? Okay. Irgendwann krieg ich das mal wieder. Hm. Ich würde vielleicht hier nach vorne mal wandern. Das sieht für mich sehr nach alles ist möglich aus. Au! Aber da unten ist es irgendwie cool. Irgendwie ist das schon stark. Habe ich so ein bisschen Venedig im Kopf. Wisst ihr? Mit den ganzen Gängen und noch mehr Höhlen. Hm. Hier vorne, das sieht gut aus. Oder sind wir jetzt im Kreis gefahren? Da ist wieder ein Pilz. Streng genommen die Bäume wiederholen sich, ne? Hm. Ja, mal schauen, was da hinten ist. Wir genießen das mal. Diesen kleinen Ausflug. Macht man eh viel zu selten, so ein Ausflug. Den mit Vollspeed. Also ich hoffe, ihr... Da brennt's. Da war wohl mal ein Baum. Baum. Hm. Ah. Ich hoffe, ihr genießt es auch ein bisschen. Dann nehme ich halt mein Zuckerrohr in die Hand. Das gibt mir Halt im Leben. Jeder sollte so ein Stück Zuckerrohr haben. Aber eigentlich Süßholz. Eigentlich bin ich mehr so der Süßholz-Fan. Das war irgendwie so ein... Das war krass. Damals. Als ich... das erste Mal in meinem Leben auf Süßholz gekaut habe. Das war, weiß ich nicht. Das hat mir was... Das habe ich nicht erwartet. Und jetzt sind wir wieder hier. Da hinten. Das sieht anders aus. Das sieht ein bisschen anders aus. Das sieht eher nach Schnee aus, ne? Ist die Frage, macht das Sinn, dahin zu gehen? Oder verknappe ich mir da nur selber die Rohstoffe? Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Wobei, was gibt es im Schneegebiet nicht? Tiere und alles, die müsste es doch da auch geben.
Schneegebiet. Let's find out, ne? Aber es sieht echt toll aus. Entschuldigung, wenn ich mich tausendmal wiederhole. Aber es sieht wirklich schön aus mit dem ganzen Packs und so. Da ist einiges an Zeit reingeflossen. Was die Packs angeht. Oh wow. Okay. Das ist Sparta. Fällt mir dazu ein. Oh boy. Das ist eine Höhle, hey. Krass. Naja, ich sehe schon. Man kann nicht mal einfach so spontan nach unten graben. Das ist was, was jetzt stets mit einem Risiko verbunden ist. Einfach mal so wild untergraben und gucken, was da unten so ist. Aber da hoch? Ne? Früher hat man ja mal, aber da fehlt jetzt nicht mehr viel von der Schicht. Gleich haben wir's. Ja, fast. Oh Gott. es ist doch noch ein Meter. Okay, mir ist kalt. Ja. Das ist mir tatsächlich neu. War das jetzt nur Schnee? Hä? Also entschuldigt, schreibt's bitte in die Kommentare. Das wäre mir jetzt neu gewesen. Also ganz neu, ne, so. Oder war das jetzt eher so ein Bug? Das Eis. Sollten wir uns vielleicht sichern. Na komm, ich will hier nicht abstürzen. Hoffentlich verständlicherweise. Wie das Eisen. Verdammt. Wieder hoch. Zack, zack. Stelle ich mich jetzt davor. Das war nicht viel, aber immerhin. Kann ja auch sein, dass sie daran was gedreht haben. Dass das mehr oder weniger gut jetzt. Die Sonne geht schon wieder unter. Aber wir haben den Gipfel erreicht. Okay, nach da, in die Richtung sehen wir gar nicht so viel. Aber das sieht eigentlich schön aus, oder? Hier oben so. Das könnte ich mir dann doch ganz gut vorstellen. Da gehen wir hin. Aber vielleicht schlafe ich auch einfach mal eine Runde. Vielleicht am Tag schöner, hm? Einfach mal in den Schnee. Bett in den Schnee. Und gute Nacht. So, war doch eine coole Nacht.
Okay, der war schlecht. Der war schlecht. Jetzt müssen wir halt hier nur noch da runter und da rüber. Das war ein Unfall. Das war... Ja, das war wirklich nicht so gedacht. Guck mal, wir schmeißen das Kupfer weg. Aber wahrscheinlich kann ich mir doch daraus... Granit. Wer braucht schon Granit, wenn er einen Hasenfell haben kann? Eieiei. Nee, ich dachte irgendwie, den kann man greifen so. Also jetzt habe ich ihn auch eingepackt, ne? Au, au, au. Au. Jetzt habe ich ihn auch eingepackt, aber schwierig. Wollte ihm nicht gleich das Fell über die Ohren ziehen. Der dumm. Okay. Schnell hier hoch. Das heißt schnell, ne? Aber so ein Dorf, ich glaube, das könnte ich fühlen, ne? So ein Dorf da oben. Einfach hier oben. Das sah zumindest nach einer halbwegs geraden Fläche aus. Dass man hier so ein bisschen... Ja, ein bisschen hier noch ein bisschen begradigt. Oh, das wird wieder ein... Oder hier drüben. Dass man da so ein Dörfchen... Warte, das ist noch besser. Hier kann man ja so als eine Art Erweiterung... Es tut mir leid mit dem Hasen. Es tut mir wirklich leid. Ah, ich weiß, es ist ein Videospiel, aber es tut mir echt voll leid. dass man das hier ein bisschen begradigt. Das kann man ja dann hier so auffüllen. Und dann baut man hier was hin, hä? Das wäre jetzt auch in sich so ein bisschen begrenzt. Und sehr bestimmt von weiter weg. Oh, und es gibt hier, weiß ich nicht, Blümchen sind immer schön. Genügend Holz und so haben wir auch am Start. Ja, ich glaube. Ich glaube, ja. Ich habe noch nicht so die Vorstellung, wie es werden könnte. Aber das finden wir dann, glaube ich, gemeinschaftlich. Warte. Warte. Noch machen wir nicht Schluss. Bienen. Ah ja, guck mal, das sind doch Schweine. Das sind auch Schweine. Also ja, ich glaube, man könnte halt hier irgendwie so hochbauen. So große Mauern erschaffen. Dann obendrauf hier schick was bauen. Doch. Doch, glaube schon, dass das könnte was werden. Und hier drüben, ich muss noch mal davor laufen. Ich sehe mich nämlich schon, dass ich mich hier total verliere in diesem Ding. Allein an Terraforming 40 Folgen und noch nicht eine Hütte gebaut. Das sah eben
Moment. So hoch aus. Ja, komm. Das machen wir. Das wird hier hoffentlich schön. Das hat jetzt zwar wenig mit Wasser zu tun, das müssen wir uns dann anlegen. Das Wasser. Da werden wir ein Problem haben, hier oben auf dem Berg. Aber ich glaube, wir haben halt nur Berge. Nur Berge in der Nähe. Da werden wir nicht so drum rumkommen. Entweder unten im Tal zu sein. Was ist denn das da? Ach, Sand. Das müsste Sand sein, ne? Sand oder Schnee? Na gut, das schauen wir uns aber in der nächsten Episode an. Bis dann.